Willkommen zurück in Mittelerde. Nun steht die entscheidende Schlacht bevor. Wir müssen Sauron ablenken, damit Frodo und Sam zum Schicksalsberg können. Dadurch müssen wir hier einmal über das Wasser in Ostgiliad, wo wir nicht rüberspringen können. Aber doch, wir haben uns rübergeklitscht. Beziehungsweise, das sind ja die Schiffe von den, wie heißt es, von den Korsaren. Komm, Legolas. Erledig deine Arbeit. So ist doch alles viel einfacher. Wo müssen wir lang? Hier müssen wir lang. Und hier über die Berge zu dem Schwarzen Tor. Legolas läuft voran, die anderen sind viel zu langsam. Und währenddessen genießen wir nochmal die Herr der Ringe Musik. Da dies wahrscheinlich das vorletzte Video sein wird, da danach eigentlich nur noch die Mission kommen müsste, wo Frodo und Sam zum Schicksalsberg gelangen. Beziehungsweise eventuell ist es auch schon die letzte Mission. Und wie weit müssen wir denn hier laufen? Achso, wir müssen jetzt nochmal einmal durch die Totensümpfe. Den Weg hat er Frodo, Sam und Gollum uns schon bereit gemacht. Nett von ihnen. Hier können wir noch ein Skelett aufbauen. Das tanzt schön. Lass mich mal tanzen. Und dann gehen wir mal den Weg hier entlang. Was sagt er denn? Ich habe ein Haus aus den Knochen meiner Feinde gebaut. Gut, was? Aber mir gingen die Knochen aus, bevor ich den Skelettschlüssel machen konnte. In den Pfaden der Toten gibt es sicher noch einen. Gut zu wissen, interessiert mich nicht. Wenn du das aus meinen Freunden gemacht hast und du sagst, aus den Knochen deiner Feinde. Gut, wir haben den Weg frei. Dann können wir rüberspringen. Und folgen dem Weg. Und da vorne ist das Schwarze Tor. Wir können die Kartenstatue hier kurz mal aufdecken. Kartenstatue entdeckt in den Totensümpfen. Ja, jede Menge zu finden, aber wir machen es ja nicht auf 100%. Wir gehen weiter. Und folgen dem Weg. Okay, da oben... Achso, das sah gerade so aus, dass da was in der Luft fliegt, aber das hängt nur an dem Schwarzen Tor dran. Und da wartet auch schon die Rohirrim. Aber erst, da müssen wir natürlich auch hier die Kartenstatue aufdecken. Wir dürfen uns ja auch alle Zeit nehmen, wenn wir schon Sauron belagern. Oh, hier ist ein Ostling zu finden. Aber egal, wir schließen uns der Belagerung an. Wir müssen natürlich hinter die Rohirrim. Und es wird wieder das Titelbild des dritten Teils gezeichnet. Wo Aragorn natürlich im Vordergrund steht. Und nun belagern wir das Schwarze Tor. Der Herr des Schwarzen Landes soll heraustreten. Das wird er aber nicht machen. Das Schwarze Tor öffnet sich. Und die Orks laufen heraus. Sie haben Saurons Mund weggelassen. Bei allem, was euch teuer ist auf dieser Erde, sag ich, haltet stand! Menschen des Westens! Hier sieht das Kräfteverhältnis sogar ganz in Ordnung aus. Und die Rohirrim wehren uns die Orks gut ab, dass nicht so viele durchkommen. So etwa wie bei der Schlacht ganz am Anfang des Spiels, wo die Elben alle abgewehrt haben.
Komm, wir müssen bei Aragorn bleiben. Und Aragorn wird geschnappt von dem Troll. Ich glaube, der Troll hat was gegen uns. Er wurde geschickt, um uns zu töten. Oh oh, schnell weg von ihm. Die Münzen müssen wir alle einsammeln. Ein König braucht ja Geld. Und er hat uns erwischt. Schnell die Münzen einsammeln. Wir brauchen unser Geld. Aragorn ist geldgeil. Haben wir den Gimli dabei? Ja, da, Gimli. Ernsthaft, Gimli wurde, hatte nur noch ein Leben. Dann bauen wir ein Feld auf, dass der Troll da reinschlagen kann. Das macht ihn natürlich aggressiv und er muss da reinschlagen. Und da kommen jetzt Katapultgeschosse, die uns das Leben hier natürlich schwer machen. Die machen wir dann aber alle kalt. Dann können wir auch unser nächstes Teil aufbauen. Schnell das nächste Mal den Charakter. Weil Gimli einmal erledigt wurde vom Troll. Alles einsammeln und dann müssen wir hier wieder was aufbauen. Komm, Aragorn, bau wieder ein Feld auf. Und nein. Aragorn wurde vom Troll geschnappt. Dann Gimli, mach du's. Du bist zu klein, der Troll kann sich nicht so weit bücken. Gut, Troll, schlag hier drauf. Mann, Troll, schlag doch hier auf das Feld. Er wird wieder aggressiv. Und jetzt kommen auch Morgul-Steine, die hier reingeschossen werden. Und Gandalf, sein Schwert Glamdring, leuchtet auch am laufenden Band. In den Filmen leuchtet es ja irgendwie nie. Gut, noch ein Stein bleibt am Leben hier. Den holen wir uns aber auch und jetzt müssen wir noch mal ein drittes Mal eine Stelle für den Troll aufbauen, dass er besiegt wird. Mann, die Attacken des Trolls nerven. Er hat uns schon wieder erwischt. Komm, jetzt hau hier rauf. Und der Troll ist getötet worden. Und da kommen die Nazguls. Zum Glück kommen sie. Ja doch, jetzt kommen sie. Ich wollte schon sagen, sie kommen in den Nahkampf. Jetzt müssen wir gegen einen Nazgul kämpfen. Hallo Ork. Wo ist Legolas? Komm, Legolas! Und wir haben den ersten erwischt. Und dann wartet diesmal schon ein gepanzerter Troll. Wir müssen noch die Orkseiten abschießen, dann kriegen wir Minikit. Ja, und somit haben wir das erste Minikit. Und da wartet jetzt noch ein Troll auf uns. Aber es folgen uns einige Orks, die müssen wir erstmal loswerden. Jetzt kommt es zum entscheidenden Kampf gegen den Troll. Komm, Legolas, schieß ihm seine Armschienen weg. Er wird sauer.
Und jetzt deine erarbeitete Rüstung schon dahin. Die Rohirrim decken uns zum Glück gut. Jetzt sollten wir eigentlich noch einen Schlag brauchen. Komm, Gimli, da musst du lang. Bauen wir schnell erstmal den Gang hier oben auf. Und wir sind wahre Abenteurer. Komm, Gimli, verkloppen. Komm, Legolas, jetzt noch ein Schuss ins Gesicht. Und das war's für ihn. Gut, der Nazgul kommt wieder. Und wir haben uns alle hier in die Mitte wieder zurück teleportiert. Außer Merry, der steht immer noch da hinten. Komm, steh wieder auf. Und wir haben ihn wieder getroffen. Dass auch alle Nazguls denselben Fehler machen. Und jetzt kommt nochmal der Troll mit der dicksten Rüstung. Der mit der Morgul-Rüstung. Ihn müssen wir, oder können wir auch nur mit Aragorn aufhalten. Komm, Aragorn. Oh oh. Er ist wild geworden. Er ist wild geworden. Er tötet Freund und Feind. Hä? Was war das gerade? Komm, das erste Rüstungsteil der Geschichte. Komm, ihm ausweichen weiter. Und er hat uns irgendwie in der Luft erwischt. Irgendwie komisch. Und wir können ihn bis zweite Teil wegschlagen. Jetzt fehlt noch ein Schlag, dann ist er Geschichte. Und er flieht nochmal da hinten wieder in die Ecke zurück. Dann folgen wir ihm natürlich. Die Orks dürfen uns nicht folgen. Was sind das für Orks? Die kann ich gar nicht schlagen. Legolas, wo bist du? Legolas, du musst dich drum kümmern. Boah, der Stein hat wehgetan. Direkt ins Gesicht. Ist da bei dem untersten Teil ein Grafikfehler? Oh ne, das sah nur so aus. Komm, jetzt noch den zweiten Schritt machen und jetzt kannst du dich hochschwingen, Legolas. Und jetzt muss Gimli wahrscheinlich hier hoch, oder? Oder auch nicht. Kommt er so hoch? Ne, wir müssen wieder über die Hängeleitern gehen. Komm, Legolas. Du brauchst hier nicht mitkämpfen. Du hast eine andere Aufgabe. Du musst den Troll wütend machen. Das war der finale Schuss. Und da kommt der Nazgul wieder. Gandalfs Freund, der die Adler rufen kann. Oder er soll für Gandalf die Adler rufen. Und die sind natürlich sofort da. Die Adler kommen! Was ist denn das? War es gerade ein fliegender Nazgul? Okay, die Nazguls. Seit wann können die Nazguls fliegen?
Und jetzt wird Saurons Blick aufs schwarze Tor gelenkt. Errungenschaft freigeschaltet. Heute kämpfen wir. Level abgeschossen. Freispiel freigeschaltet. Aragorn in gondorianischer Rüstung. Und auch Pippin. Wir haben 100% erreicht. Haben nur 17.000 Münzen gesammelt. War eher ein kurzes Level. Haben aber auch ein wenig sammeln können. Und haben 2 Mithril-Steine, da wir wahre Abenteurer geworden sind. Geschichte fortsetzen. Und im nächsten Part werden wir dann das letzte Level bestreiten, wo wir mit Pippin und Sam den Ring zerstören müssen. Bis dahin eine wunderschöne Zeit. Euer Alistar. Ciao.